Bei diesem Lachen dürfte klar sein, Jürgen Klopp war mit der Leistung seines Teams richtig zufrieden. Der Champions League-Auftakt vom FC Liverpool direkt mit einem Ausrufezeichen. Das 3:2 gegen Paris Saint-Germain dank Last-Minute-Treffer. Eine gute Leistung gegen einen außergewöhnlich starken Gegner. Und die brauchten wir auch. Die Atmosphäre fantastisch. Es ist so speziell, solche Spiele in diesem Stadion zu gewinnen. Liverpool gegen Paris, auch das deutsche Trainerduell Klopp gegen Tuchel. Für den PSG-Trainer die erste Niederlage im 7. Pflichtspiel. Trotzdem gut gelaunt. Mom calls. Maman appelé. 5 Tore und eine am Ende unglückliche Niederlage gegen den Vorjahresfinalisten. C'est un fil de Jürgen, il travaille ici dans 4 années, c'est normal. Das ist Anfield. Jürgen Klopp arbeitet hier seit 4 Jahren mit seiner Mannschaft zusammen. Und genauso spielt Liverpool auch. Sie pressen früh und machen es dir schwer. Wir haben versucht, unserer Linie treu zu bleiben. Nicht zu viel Platz zwischen der Defensivreihe und dem Mittelfeld zu lassen. Wir haben es dann auch geschafft, den Ausgleich zu erzielen. Aber am Ende war es schwierig. Sehr, sehr schwer. Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass die Entwicklung unseres Clubs verdammt cool ist. Wenn man hört, dass Liverpool gegen PSG spielt und wir sogar Chancen auf einen Sieg haben. Ich würde sagen, vor 1, 2, 3 Jahren hätte jeder gedacht, wow, das wird ein großer Berg, den werden sie niemals schaffen. Wir haben uns genau das in den letzten Jahren erarbeitet, mit diesem Saisonstart, mit diesen Spielern und mit unserem Spielstil. Jürgen Klopp und der FC Liverpool. Nach dem starken Saisonstart mit 5 Siegen aus 5 Spielen, jetzt also auch ein perfekter Auftakt in der Champions League.